Hallo und willkommen, liebe Zuschauer, zurück hier bei Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Und ja, wir haben jetzt hier noch das Armdrücken-Duell gegen diesen, ja, erfahrenen alten Seebären. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das gewinnen können, damit wir diesen Fall weiterkommen. Also, schauen wir mal, wie es klappt. Nun schön, schätze ich. Sie sehen stärker, als Sie aussehen. Hier haben Sie Ihr Geld. Ich möchte Ihnen einen Drink spendieren. Sie sind ein guter Gewinner. Freut mich, trinken wir einen. Sie sind ein feiner Kerl. Scheint so, als ob Sie es zu was gebracht haben im Leben. Sie haben Geld, was? Nicht allzu viel. Wenigstens sind sie nicht so arm wie ich. Warum arm? Haben sie keine Arbeit? Ich bin Harpunierer, aber naja, es gibt nur wenige Walfänger und sie zahlen nicht wirklich viel. Deswegen muss ich so Armdrücken machen, um meine Drinks bezahlen zu können. Ich kann uns den mal angucken. Was haben wir hier? Einen goldenen Ohrring. Okay. Das ist bei Seefahrern nicht so ganz ungewöhnlich. Damit, wenn der wertvoll genug ist, kann man damit zumindest eine Beerdigung bezahlen. Das ist so der Gedanke da gewesen. A bis D. Mal gucken. Ja. Ja, billiger, schmutziger Pullover. Kräftige Arme. Gelbe Fingernägel, also Raucher. Was ist das? Eine Tätowierung. Nicht ungewöhnlich. Okay. Die sind Harpunierer. Ein Harpunier. Harpunierer. Interessant. Haben sich eine Menge Abenteuer erlebt. Natürlich, ich war seit über 12 Jahren zur See. Ich habe alles erlebt. Mit dem alten Wallace, dem verfluchten schwarzen Peter und dem großen Roger sind wir zum Kap der guten Hoffnung gefahren. Mit dem schwarzen Peter? Nanu? Schwarzer Peter, sagen Sie. Über den habe ich schon einige Gerüchte gehört. Das war der Schlimmste von allen. Er war ein Lügner und ein Schläger, der dauernd die Fäuste sprechen ließ. Er war ein weniger ein Kapitän als vielmehr ein Tyrann. Aber dem großen Roger konnte er nicht das Wasser reichen. Ja, ich verstehe. Ich habe ganz schreckliche Geschichten über den schwarzen Peter gehört. Aber Sie haben die schlimmste der Geschichten bestimmt noch nicht gehört. Okay, machen wir nochmal einen Drink. Erzählen Sie mehr und lassen Sie uns noch einen Drink nehmen. Ich war 1883 im August. Peter Curry war der Kapitän auf der Sea Unicorn und ich war der Ersatzharpunierer. Wir kamen langsam aus dem Packeis auf unsere Heimreise. Eines Abends sahen wir ein kleines Schiff, das nach Norden abgetrieben worden war. An Bord befanden sich nur ein Mann und das war kein Seemann. Die Besatzung dachte wohl, dass das Schiff sinken würde und hatte sich dem Beiboot in Richtung norwegischer Küste aufgemacht. Ich denke, sie sind alle untergegangen. Wir haben den Mann an Bord geholt. Wer war er? Weiß nicht. Während der Überfahrt unterhielt sich der Kapitän oft und lange mit ihm. Sein einziges Gepäck war eine Blechkiste. Hä? Okay. Das ist ja seltsam. Jawohl, noch seltsamer ist, dass er in der zweiten Nacht einfach verschwand. Niemand wusste, was mit ihm geschehen war und natürlich konnte niemand den schwarzen Peter fragen. Sie wissen's, oder? Sie wissen, was passiert ist, oder? Ich sah,
während meiner Wache, wie der Kapitän mitten in der Nacht seine Füße zusammenband und ihn über die Reling stieß. 2 Tage, bevor wir die Leuchtfeuer von Shetland sahen. Der schwarze Peter ist ein Mörder. Ja, ey. Und wer ihn kennt, wird nicht überrascht über uns sein. Aber all das muss unter uns bleiben, klar? Aber natürlich. Okay. Ich bin gleich wieder zurück. Muss kurz aufs Klo. Ich warte hier bei meinem Drink. Here it is. So, das hätten wir. Was ist denn hier das Klo? Soll ich da wirklich hin? Ich glaube nicht. So, Tabak. Haben Sie etwas Tabak für mich? Meiner ist ausgegangen. Nee, ich habe meinen Beutel verloren. Weiß nicht wo. Moment mal, was ist das? Oh, ist das Ihr Tabakbeutel? Na, hol mich der. Jawohl, der gehört mir. Nee. Ja. Ich muss jetzt los. Zufällig kenne ich einen Kapitän, der eine Expedition zum Cape Cod plant. Captain Ahab heißt er. Er hat auf der Picard das Sagen. Vielleicht sucht er ja noch gute Harpunierer. Ich werde ihn von Ihnen erzählen. Hey, wenn Sie wollen. I'm done here. It's time to leave. Okay, wir wissen jetzt, dass ihm der Tabakbeutel gehört hat. Also war er hier. Beim schwarzen Peter. Peter Cairns ist ein erfahrener Harpunierer. Im Moment keine Arbeit und auch kein Geld hat. Meistens kann man ihn in der Kneipe Seawitch vorfinden. Einem Etablissement vornehmlich für Seemänner, die um Geld Armdrück machen. Wie so viele andere Matrosen ist auch Cairns ein starker Raucher, was man in seinen gelben Fingern erkennen kann. So, was haben wir jetzt erfahren? Er hat also gesehen, wie ein Mann über Bord geworfen wurde, der zuvor gerettet worden ist. Dabei handelt es sich um Joshua Nelligan. Aber wie ist er dann und warum jetzt plötzlich zum schwarzen Peter gegangen? Und hat er ihn auch umgebracht? Der Tabakbeutel. Aber so arm, wie der hier rumsitzt, hat er jedenfalls nichts irgendwie von Wert gestohlen. Sonst wäre er schon längst über alle Berge. Aber hat er ihn auch umgebracht, ist dann die Frage. Also, wir haben einmal die Blechkiste. Da müssen diese Wertpapiere drin sein. Gestohlene Wertpapiere. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. Oh, da haben wir einen neuen Knoten. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre Motiv für den schwarzen Peter zu töten, oder? Ist Nelligan der Täter oder nicht? Nelligans Unschuld. John Nelligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom Äußeren noch dem Psychologischen in dem Profil des Mörders. Das würde ich auch so sehen.
Hier haben wir noch irgendeine Verbindung, die uns fehlt. Hörtli hat ja auch ein Motiv. Tja. Patrick Kearns Beutel und Patrick Kearns. Die gehören auf jeden Fall zusammen. Tabakbeutel beweist Besuch. Patrick Kearns hat bestätigt, dass ein Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war. Aber nicht unbedingt, dass er auch der Täter ist. Patrick Kearns hat bestätigt, dass ein Tabakbeutel ihm gehört. Das beweist, dass er am Tatort war. Das beweist für mich noch nicht, dass er auch der Täter ist. Er weiß, beweist auf jeden Fall, dass er da war. Würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir noch das. Harmloser Flirt oder Flirt? Flirt? Oder verzweifelte Eifersucht. Lieben Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. Ist durchaus möglich. Ups, was haben wir jetzt? Hurtleys Motiv oder Hurtleys Unschuld? Also es gibt ihn auf jeden Fall ein Motiv, wenn man es jetzt mal so sieht. Eifersucht ist immer ein Motiv. Okay, das passt so nicht zusammen. Okay, jetzt haben wir eine neue Verbindung, wenn wir so tun, als wäre Nelligan der Täter. Sowohl Nelligan als Hurtley lügen. Von daher könnten sie möglicherweise beide unter einer Decke stecken. Es gibt zwei Täter. Lösen den Fall, indem Sie den oder die Schuldigen aussuchen. Nelligan oder Hurtley? John Hopley, Nelligan und Liam Hurtley haben Peter Carey gemeinsam ermordet. Nelligans Motiv war Rache für Careys Diebstahl, Hurtley geschah aus Eifersucht und Liebe zu Careys Ehefrau.
Okay. Das halte ich für Quatsch. Das glaube ich nicht, dass sie sich zusammengetan haben. Wir haben immer noch Peter Kearns. Große Kraft, das braucht er auf jeden Fall. So, Nelligan ist für mich unschuldig. Wenn wir das wählen, dass es vielleicht doch keine Eifersucht war, man muss natürlich alles mal in Betracht ziehen und wieder ausschließen. Und wenn wir annehmen, dass Nelligan unschuldig ist und Hurtley, bleibt nur noch Kearns als Täter übrig. Aber er hätte sowohl die Kraft gehabt und war auch am Tatort und ist Harponierer. Das erscheint mir wahrscheinlicher als der ganze Quatsch hier. Ich glaube nicht, dass Nelligan ist viel zu naiv, um sich so einen Plan auszudenken, mit Hurtley zusammen den schwarzen Peter umzubringen. Also haben die mit den Wertpapieren auch gar nichts zu tun gehabt. Er wollte nur seinen Flirt verstecken, der sein Notizbuch holen. Der hat ihm wahrscheinlich aus der Tasche gefallen ist, als er gesehen hat, dass der schwarze Peter tot ist. Kearns ist der Täter. Peter Curry wurde von Patrick Kearns ermordet. Kearns ist Harponier. Sein Tabakbeutel wurde in Kearns Hütte gefunden. So, jetzt müssen wir uns entscheiden. Keine Gnade für Kearns. Patrick Kearns ist ein kaltblütiger Mörder. Er hat Peter Curry ermordet und muss dafür mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft werden. Und wir sagen Gnade für Kearns. Patrick Kearns hat Peter Curry getötet, aber er war kein vorsätzlicher Mörder. Es handelte sich in Notwehr gegen einen bewaffneten, betrunkenen, aggressiven Seemann. Die haben getrunken und Kearns hat ein Messer in der Hand. Könnte natürlich auch Notwehr gewesen sein. Links Notwehr mit einer Harpune an die Wand nageln. Notwehr wäre gewesen, hätte ihn angegriffen, sie miteinander gerangelt. Aber da musste die Harpune ja extra von der Wand nehmen. Ich glaube eher, dass er ihn mit der Harpune bedroht hat. Also vielleicht wollte er ihn erpressen, weil er jetzt Geld brauchte und wusste, was er getan hat. Und hat von ihm aber nicht das bekommen, was er wollte.
Dann hat er ihn mit der Harpune bedroht. Peter Carrett sein Messer gezückt, um sich zu verteidigen, ist instinktiv zur Wand zurückgegangen. Und dann hat Kranz geworfen. Das, was er am besten kann. Wäre möglich. So oder so. Scheint ihm das nicht viel ausgemacht zu haben, dass er einen Menschen getötet hat, weil er sitzt in der Kneipe und macht Armdrücken. Wir wählen mal das aus. Keine Gnade für Kearns. Versuchen Sie mal, der Peter Carey. Abgeschlossen. Okay. Am nächsten Tag. Mr. Holmes, können Sie mir das Ganze erläutern? Wie ich ihn auf dem Weg hierher verraten habe, ist Patrick Kearns der Mörder des schwarzen Peters. Aber was machen wir dann hier? Wäre es nicht besser, wenn wir uns auf der Suche nach ihm machen würden? Das wäre unnötig, denn er wird sich in ungefähr 12 Sekunden zu uns gesellen. Wenn das ein Scherz sein soll. Nein, ich habe lediglich der Huste gehört. Machen Sie sich gefasst. Guten Tag, meine Herren. Ein junger Bursche hat mir eine Nachricht von Captain Ahab überbracht. Bin ich hier an der richtigen Adresse? Da sind Sie in der Tat. Doch, Schattenkapitän Ahab, möchte ich Ihnen Inspektor Lestrade von Scotland Yard vorstellen. Das heißt, mein Freund, dass Sie wegen des Mordes am schwarzen Peter verhaftet sind. Was? Eine Falle? Glaubt ihr, ihr könnt mich so schnappen? Aber wir wollen doch keinen Ärger machen. Und ob wir das wollen. Oh, shit. Jawohl, der hat gesessen, Mr. Holmes. Oh, Errungenschaft freigeschaltet, Kämpfer. Lestrade, geht's ihm gut? Können Sie stehen? Oh, mein Kinn, so ein... Er hat mich überrumpelt, Mr. Holmes. Sonst hätte ich gezeigt, was ich drauf hab. Ganz bestimmt. Ja, er hatte großes Glück. Aber Sie haben ihn nicht entkommen lassen, oder? Es war überaus einfach. Nachdem er sie geschlagen hat, hat er das Gleichgewicht verloren. Und sie ist ein geübter Boxer, das weiß ich. Sie müssen ihn hart getroffen haben. Unser Freund ist bewusstlos. Wir sollten ihre Kollegin informieren und sie dann ins Krankenhaus bringen. Krankenhaus ist nicht nötig. Es wäre mir ganz recht, wenn diese Angelegenheit unter uns bleibt. Verstehen Sie? Aber natürlich, Inspektor. Hiermit ist der Fall abgeschlossen. So, das war der Fall des schwarzen Peters. Den haben wir anscheinend jetzt geklärt. Peter Carey wurde von Patrick Kearns ermordet, einem Harpunier und damit der Einzige, der einen solch genauen, kräftigen Wurf bewerkstelligen konnte. Sein Tabakbeutel wurde in Carys Hütte gefunden. Er ist ein kaltblütiger Mörder und sie haben entschieden, dass er keinerlei Gnade verdient. Wir haben 16 Hinweise gefunden. Die Schlussfolgerung, Kearns ist der Täter. Entscheidung, keine Gnade für Kearns. Space, um die Entscheidung zu überprüfen. Entscheidung bestätigen. Spoilergefahr. Nö, das machen wir so. Achtung, sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Die Einstufung, oho, wir sind unparteiisch. Okay. Spieler mit derselben Lösung für den Fall, 81% der Spieler von diesem Spiel haben sich für diese Lösung, wie ich sie hatte, entschieden und 40% für eine andere. Okay, interessant. So, dann kriegt man halt am Ende des Falls so Belohnung. Und damit kommt jetzt die nächste Geschichte, das Rätsel auf den Gleisen. Das Rätsel auf den Gleisen.
Dieser Abstrich aufs Land finde ich gut tun, Holmes. Als der Freund den Arzt hatte ich ihn dringend zu diesem Tapetenwechsel. Frische Luft, erlebende Spaziergänge, Vögel beobachten, Holz hacken. Das klingt wirklich wundervoll. Aber Sie haben mir noch nicht verraten, wer dieser Bekannte von Ihnen ist, den wir besuchen werden. Er ist ein Bienenfreund. Ein Bienenfreund? Heißt das, er züchtet Bienen? Das müsste Mrs. Hudson sein mit der warmen Decke, um die ich gebeten hatte. Da ist jemand, der Sie sehen will, Mr. Holmes. Ich habe keine Zeit. Schicken Sie ihn bitte fort. Ja, Holmes, wir sollten jetzt wirklich langsam aufbrechen. Mycroft. Sherlock. Mr. Holmes, vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Ich bin Dr. Watson. Wir hatten uns vor einigen Jahren im Diogenes Club kennengelernt. Ich habe über eine kurze Geschichte geschrieben, der ich den Titel Der griechische Dolmetscher gegeben habe. Aber auch ein Klassiker. Natürlich erinnert er sich an Sie, Watson. Mein Bruder vergisst niemals etwas und das macht ihn auch so wertvoll für die Regierung. Wir wollten gerade zum Bahnhof aufbrechen. Ich weiß. Sie wissen? Sherlock, ich brauche deine Hilfe. Es gibt Personen, die gegenwärtig sowohl für unser Land als auch für die Krone selbst eine Bedrohung darstellen. Du musst uns helfen mit deinen Methoden. Brauche Hilfe? Das sind nicht gerade Worte, die mir im Zusammenhang mit dir in den Sinn kommen, Mycroft. Ich habe dir einen Brief geschrieben, aber du hast nicht geantwortet. Es geht ja nicht um Politik, Sherlock, sondern um Menschen. Menschen wie jene, denen du in deinen einfachen Detektivangelegenheiten zu helfen vorgibst. Bei dir geht es immer um Politik, Mycroft. Ich habe kein Interesse daran. Lass doch einen deiner Agenten, Spione oder Schlimmeres diesen Auftrag übernehmen. Du willst deinen Leuten und die haben nur wenig mit den Menschen zu tun, denen ich helfe. Das kann ich dir versichern. Das ist der springende Punkt. Du denkst genauso wie sie. Wer sind Sie denn? Die Merry Men. Er spricht von den Merry Men, einer Bande von idealistischen Terroristen. Sherlock, bitte denk noch einmal drüber nach. Sie planen etwas Teuflisches. Dein Land braucht dich. Du brauchst mich, Mycroft, und du bist nicht das Land. Obwohl, wenn du noch etwas um die Hüften zulegst, Mrs. Hudson, wir verzichten auf den Tee. Dr. Watson, der Lokführer, Mr. Parker, weiß darüber Bescheid, dass sie sich um 7 Minuten verspäten werden. Sie sitzen im 4. Wagen, der Zug wird auf Sie warten. Sherlock, genieße deinen Aufenthalt in Staffordshire. Bitte melde dich wenigstens bei mir, wenn ihr wieder zurück seid. Okay. So, wir wollten eigentlich gerade abhauen. Ups. Und dann kommt hier Mycroft dazwischen. Okay. Das Rätsel auf den Gleisen. Ein Bahnhof bei Nacht, dann kommt der Zug, ein außergewöhnliches Rätsel. Holmes und Watsons Rückkehr aus dem Urlaub mit so einer abenteuerlichen Geschichte. So, das wäre die nächste Geschichte, die wir hier dann lösen können nach dem schwarzen Peter. Mit einem verschwundenen Zug kommt mir zwar irgendwie bekannt vor, aber ich glaube, das ist jetzt keine von den klassischen Sherlock Holmes Geschichten aus dem Kanon, sondern eine, die hier selbst geschrieben wurde. Und natürlich hat man sich hier und da mal von gewissen Elementen aus bekannten Romanen wahrscheinlich bedient, denke ich mal. Gucken wir mal. Wenn ihr wollt, können wir diesen Fall natürlich auch lösen, wenn euch das Ganze ein bisschen zu langweilig ist und vielleicht doch nichts für euch ist. Weil so diese altmodische Kriminalfälle-Lösungen und sowas und dieses Sherlock-Holmes-Szenario liegt vielleicht auch nicht so jedem. Oder, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben und dann, dann haben wir zumindest das Spiel uns mal angeschaut. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und weitere Abenteuer mit Holmes und dem teetrinkenden Watson, der bisher ziemlich unnütz gewesen ist, erleben wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Spiel und bye bye, Mr. Holmes.